Ja, hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ich habe euch wieder ein schönes Video aus der Serie. Es ist fast eine Serie, zumindest jetzt der zweite Teil. 10 Dinge, die in der Türkei anders sind, mitgebracht. Und zwar habe ich mal wieder meine dunklen Gehirnzellen angestrengt, bin mit offenen Augen durch die Welt gelaufen und habe wieder 10 Punkte rausgesucht, die hier anders sind. Für den einen oder anderen ein Flashback, eine kleine Erinnerung. Und sicherlich für den einen oder anderen oder mehrere Leute, gerade wenn sie nicht Türken sind, auf jeden Fall eine Neuerung, die sie so noch nicht kannten. Also seid definitiv gespannt und vor allen Dingen bleibt dran. Einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir haben immer noch schnuckelige 28 Grad und das im fast November. Ist ja nicht mehr lange hin. Ja, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Brot an Mülltonnen. Brot an Mülltonnen, das klingt jetzt erstmal komisch. Das ist am Schwarzen Meer auch üblicher als hier. Ich habe euch da auch mal was mitgebracht zu. Neben Mülltonnen tut man Sachen, die man nicht mehr isst, nicht in den Müll schmeißen, sondern aufheben für jemanden, der es vielleicht brauchen könnte. Auch hier wird Brot hingehangen. Also ihr seht, das wird dann da halt hingehangen. Das kann man halt den Tieren geben, den Hunden, den Katzen, wenn sie das essen wollen. Oder halt arme Leute, die es halt hier auch sehr viel leider gibt. Das ist halt auch so ein Brauch, so, das kenne ich eigentlich auch nur von hier. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das findet. Es gibt vielleicht Menschen, die das brauchen. Und wenn es nicht gebraucht wird, okay, gut. Aber in der Regel, ja, ist es eine gute Sache, dass man an seine Mitmenschen denkt. Andere Fahrkultur. Ja, andere Fahrkultur. Wer hätte das ahnen können? Eine andere Fahrkultur. Ja, haben wir. Da könnte ich vielleicht nochmal ein separates Video zu machen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Die Besonderheiten im türkischen Straßenverkehr, die sind variabel. Je nach Region ein bisschen ausgeprägter. Wir haben es hier wirklich noch sehr gut. In Alanya, in Antalya, wo ich jetzt mit meiner Tochter auch gezwungenermaßen 4,5 Wochen fast gewesen bin, fährt man nochmal eine Spur asozialer. Am Schwarzen Meer hat es wieder andere Ausmaße. In Trabzon ist es auch schon wieder fast Massenmord. In Istanbul ist es auch Horror-Auto zu fahren dort. Auf jeden Fall, ihr werdet hier sehen, schneiden links, rechts, mitten, oben, unten, rot fahren sowieso. Klar, in Großstädten ist es nicht so, aber in Kleinstädten, ihr werdet mit 100.000 Mann auf einem Auto oder im Auto sehen oder auf irgendwelchen Ladeflächen sehen, gerade irgendwie Agrarfahrzeuge, die irgendwie vom Pflücken oder was kommen. Da seht ihr dann auf einmal, keine Ahnung, 5, 6 Leute auf der Pritsche hinten rumsitzen. Ja, nichts gesichert, wenn er einmal bremst, fliegen die durch die Gegend. Naja, aber das ist halt so. Ist es verboten? Ja, ist es. Wird es gemacht? Ja, wird es. Hat es Konsequenzen? Nee, nicht wirklich. Also, was ist so krasse Sachen? So vorne steht ein kleines Kind auf dem Roller, Vater fährt, die Mutter hat einen Säugling in der Hand, noch Handy in der Hand, ne, weil sie Kapalle bedeckt ist, sitzt sie dann auch noch seitlich. Da hat man eine sehr, sehr gute Stabilität, statt breitbeinig. Ne? Und dann hat sie einen Säugling hier, sitzt so, dass sie total instabil ist und ist dann noch, ja, weiß ich nicht, WhatsApp und total verantwortungslos. Gut, bei sowas, das würden die Leute nicht machen, wenn sie die Kohle hätten für ein Auto, weil Autos sind hier wirklich teuer, da soll ich vielleicht nochmal ein gesondertes Video zu machen. Aber das sind so Sachen, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr das hier seht. Vergitterte Fenster. Vergitterte Fenster wie im Knast. Es sieht wirklich wie im Knast aus, schaut selber. Vergitterte Fenster. Also schön ist anders. Das wird vor allen Dingen im ländlichen Bereich oft gemacht, in Zieten nicht, in Neubauten auch nicht. In älteren Gebäuden seht ihr das. Das seht ihr, ja, wie gesagt, in meist einheimischen Bezirken, wegen Einbruchgefahr halt in den ersten 1, 2 Stockwerken. Manchmal zieht sich das auch durch bis in den 13. Stock. Also ich sag mal ganz ernsthaft, der Einbrecher, der es in den 13. Stock an der Fassade hochgeklettert bekommen hat, der hat es sich verdammt nochmal auch verdient, den 20 Jahre alten Fernseher zu klauen.
Ja, also das seht ihr, das kenne ich aus Deutschland nicht, das seht ihr hier in älteren Stadtbezirken, wie ich es schon gesagt habe, aber das ist auch eine Sache, die kenne ich nur von hier. Ganz kuriose Sachen, wo die Leute das dann verglast haben, trotzdem aber noch die Eisenstangen davor haben, wo ich mir denke, oh Gott. Aber gut, das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr in entsprechende Bezirke geht. Heißt jetzt nicht per se, dass die Einbruchrate extrem hoch ist. Es heißt nur, dass sie vielleicht mal höher war und man sich da halt gegen entsprechend versucht hat zu schützen. Jalousien. Heißt das überhaupt Jalousien? Ich glaube ja. Also diese totschicken Jalousien, die so praktisch gestaltet sind, die man runterfahren kann. Und wenn sie runtergefahren sind, kann man diese hochklappen. Und ich weiß zwar nicht, wer da rausgucken will, das ist wahrscheinlich wegen der Belüftung. Das ist auch so ein typisch türkisches Ding, auch bei Altbauten. Bei Neubauten wird das gar nicht mehr gemacht. Finde ich auch, boah, grottenhässlich. Und die legendären, ja, Fensterklappen. Aber das werdet ihr auch vorwiegend halt in einheimischen Stadtbezirken sehen. Hier in Alanya ist es zum Beispiel hier Çıplaklı, Çikçili und so. Und auch im Merkez-Bereich, in die älteren Gebäude, werdet ihr das sehen, genauso wie die Tonnen auch. In Antalya sieht man, in Großstädten sieht man das übertrieben viel. Richtig, richtig, richtig viel. Ganze Wohnblöcke, die so ausgestattet sind. Richtig unschön zu sehen, aber ja, das wurde halt mal irgendwie als Trend empfunden, genauso wie grüne Tapeten oder so oder braune Fliesen, auch schrecklich. Ich glaube, das ist so ein Trend, das ist glaube ich schon 50 Jahre alt oder so. Bürgersteige, legendär. Wir haben legendäre Bürgersteige, ehrlich, top. Wir haben Bürgersteige, die fangen dann irgendwie so an bei, wie viele Zentimeter sind es? Ja, so 25 Zentimeter. Ich habe doch schon Bürgersteige gesehen, die gehen dann so wupp, 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 hoch, bis sie dann so auf einem halben Meter oder so sind oder noch. Also du schlägst du dir die Tür an. Ne? Ist mir auch schon mehr als einmal passiert, also dem Beifahrer. Das habe ich hier auch. Boah, das kenne ich nur aus der Türkei. Das sind so Spezialkonstruktionen, unterschiedliche Höhen. Und hier liegen die Steine halt so rum. Ne? Hier auch, also man braucht eigentlich keinen Bürgersteig, weil ja, ne, weil das noch so ist. Die Bürgersteige sind abgeflacht wegen, ne? Ja, und die sind, das ist Limited Edition, ne? Sieht man. Einfach hier so ein bisschen was hingestellt. Da, da, da. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr das aus Deutschland irgendwo kennt. Na klar, geht mal irgendwo was kaputt. Ja, klar. Aber dass es da irgendwie so eine genormte Größe oder sowas für gibt, vielleicht gibt es die, aber es ist auf jeden Fall nicht ersichtlich. Also das ist das, was ich so festgestellt habe. Das sind meine Beobachtungen aus jetzt seit 2017. Ja, 6 Jahren Türkei-Aufenthalt. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wechselstuben. Ja, Wechselstuben haben wir. Natürlich, weil wir eine hohe Inflation haben und ein Tourismusgebiet sind, also nicht nur hier, sondern auch in ja, Gegenden, die jetzt nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel hier Alanya, Bodrum, Çeşme, Antalya, Izmir, werdet ihr auch Wechselstuben finden, die ihr Geld mit dem Wechseln von Geld verdienen. Die Kurse sind, naja. Auch in einheimischen Gegenden überall Wechselstuben. Geht so. Da wird auch viel reguliert. Also das kennt man aus Deutschland nicht, dass man da viel mit anderen Währungen zu tun hat. Wir haben halt hier viel mit dem Euro zu tun, logischerweise. Dem US-Dollar und gut, Franken eher weniger. Britische Pfund, Rubel etc. Das hat man so, die Berührungspunkte in Köln haben wir das nicht gehabt. Wenn du damit Dollar zahlen wolltest oder so, oder eine andere Währung, egal was, als Euro, wurdest du doof angeguckt. Nee, nehmen wir nicht an. Also hier ist das klar. Natürlich wird der eine oder andere jetzt sagen, weil die Lira ja so schwach ist im Verhältnis zu den anderen Währungen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist auch eine Besonderheit, die kenne ich von hier und deswegen wollte ich die euch mit auf den Weg geben. Bankautomaten. Bankautomaten haben wir zwar einzeln auch, aber was man auch sehr, sehr oft sehen wird, das sind irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bankautomaten von allen möglichen Banken, die es so gibt, direkt papp, papp, papp nebeneinander. Das ist auch typisch, mehrere Banken direkt nebeneinander.
Und das sind noch wenige. Manchmal sind das 7, 8, 9, 10, 12 Stück. Alle verschiedenen Banken, die es so gibt. Das ist eine Sache, die kenne ich auch nur von hier. In Kaufhäusern ist das auch in Deutschland üblich, das weiß ich. Da hast du dann 3, 4 Banken nebeneinander. Ich weiß gar nicht mehr, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, heißt die überhaupt noch so? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber dass so massiv alles so nebeneinander ist, das kenne ich nur von hier. Es gibt natürlich auch einzelne Automaten, klar, gerade auch vor den Bankfilialen. Da sind dann 1, 2 Automaten von der jeweiligen Filiale. Da ist dann jetzt zum Beispiel von der Akbank nicht noch ein Siratbank-Automat oder umgekehrt. Aber das kenne ich auch nur von hier. Bahn durch die Stadt. Ja, Bahn durch die Stadt haben wir in Großstädten, ist das eher nicht so. Aber schaut mal selber. Was mir gerade auffällt, diese Nummer mit Betreten der Gleise ist verboten oder so. Das gibt es hier auch nicht so wirklich. Weil hier fährst du auf den Gleisen mit dem Roller und so. Und ja. Das ist jetzt beispielsweise in Antalya, das kann ich mir aus Deutschland nicht vorstellen, Betreten der Gleise verboten etc. pp. Hier läufst du halt da drüber, fährst mit dem Auto, fährst mit dem Roller, fährst mit dem Fahrrad, völlig normal, also nicht wundern, wenn ihr mal in Antalya seid oder so und die Bahn da in der Stadt fahren. Da gibt es auch keine Schranken oder so, oder da geht ihr einfach drüber. Na, also in Deutschland, ich kenne das noch hier, das geht nicht, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ist in Großstädten in der Türkei auch so, aber jetzt in so Stadtgebieten, wie zum Beispiel hier in Antalya nochmal, da ist es halt ein bisschen anders geregelt. Ja, der Hausfrauenmarkt, so wie ich ihn nenne, Kadınlar El Sanatları Sokağı, also wo die Hausfrauen, vorwiegend Hausfrauen, wer hat denn sonst so viel Zeit, keine Ahnung, wenn man nicht 5 Kinder hat, die basteln da irgendwelche Sachen, so Handarbeitsgeschichten, die häkeln was, die stricken was, die machen irgendwie so Kettchen und Tralala oder Figuren und so, und die können sich dann, da gibt es so eine, deswegen heißt es Sokak, ist es wie so eine Straße, da bieten die alle ihre Klamotten an, was man da so machen kann, und ja, das verkaufen die da. Also was Deutschland auch nicht kenne, das sind diese handgemachten Sachen, wo die Hausfrauen sich dann da hinsetzen und ja, Ketten machen und all sowas. Selbstgemachte Kunst quasi. Und ja, das kenne ich eigentlich auch nur so aus der Türkei. Das kenne ich so aus Deutschland nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr sowas schon mal in Deutschland irgendwo gesehen habt. Es gibt es eigentlich überall, also ich kenne mich von hier, Antalya Alanya, da habe ich das öfters gesehen. Also klar, standardmäßig, also nicht nur einmal oder so, sondern dauerhaft. Genauso wie der Luna Park beispielsweise, der auch dauerhaft ist, am Schwarzen Meer ist es auch so. Also das gibt es öfter, das ist halt ja üblich. Waren stehen auf dem Bordstein, ich glaube, ich habe das damals mal in Deutschland gesehen. Ich überlege gerade. Dass man irgendwie so einen Laden hat, irgendwie einen Waschmaschinenladen, und da stehen dann irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Waschmaschinen voll auf dem Bürgersteig. Ich glaube, da wird das Ordnungsamt in Deutschland noch kommen, naja, das dürfen sie nicht, das ist keine Gewerbefläche oder so. Gerade in ja, einheimischen Gebieten, am Schwarzen Meer ist das richtig krass. Da steht wirklich jeder Scheiß draußen, vom Ventilator zum Kinderbett, Hygiene, lassen wir mal außen vor. Verpackte Sachen, Kaffeemaschine, Spülmaschine, steht alles so auf dem Bordstein. Kannst du gucken, die Sachen gibt es zwar auch im Laden, aber ne, als Werbung steht es halt auch auf dem Bordstein. Das ist mir hier schon massiv aufgefallen, und das kenne ich aus Deutschland so jetzt nicht, würde ich sagen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben. Ihr könnt mir auch gerne Ergänzungen schreiben, wenn ihr welche habt, die ich noch nicht aufgeführt habe. Ich habe natürlich noch einige Sachen im Petto für euch. Das kommt in zukünftigen Videos. Wenn euch der Kanal gefällt, Daumen geben, Abo geben, kommentieren und die Glocke nicht vergessen. Bleibt mir gewogen. Bis dann habe ich die Ehre und ciao, Leute. Woo!